heute schauen wir die süßesten Karton-DIYs, die ich auf ganz TikTok gefunden habe. Wie zum Beispiel dieses Choco-Kaninchen. Wenn er hier nicht das niedlichste ist, was ihr jemals als Pappe gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Gut, das Kaninchen hilft natürlich. Unser nächster Banger ist das hier. Es sieht so intricate aus. Seht ihr diese Details? Das hat jemand aus Pappe gebaut. Aus Pappe. Aus den Kartons, die du halt normalerweise von, keine Ahnung, irgendwelchen Lieferfirmen kriegst. Amazing. Die Geduld, die das gebraucht haben muss. Oh mein Gott, das ist ein ganzes Outfit. What? No. Das sieht so gut aus. Das sieht überhaupt nicht aus wie Karton. Oh mein Gott. Oh, das ist so cute. Das ist einfach ein ganzer Kuchen aus Pappe und die haben so kleine Klettverschlüsse dran gemacht. Ich hätte das als Kind geliebt. Geliebt. Im Kindergarten haben wir nur so komische Marienkäfer gebastelt oder sowas. Guckt euch das mal an. Hier hat jemand einen ganzen Eisladen gemacht aus Pappe. Das sind die einzelnen Sorten. Oh mein Gott, das muss so lange gedauert haben. Das ist richtig fascinating. Oh, hier sind so verschiedene Waffeln noch zum Reinstecken. Und links hat er so kleine Waffelhörnchen gemacht. Und hier ist ein kleines Scoop. Und dann hat er hier die verschiedenen Sorten. Oh, und er hat so ein kleines Menü gemacht. Oh, ist so cute. Oh, warte, warte, er zeigt uns, wie wir es machen. Oh, wir haben die Kugeln. Das ist auch noch richtig hübsch gemalt. Scoop, scoop. Da. Und dann hat er seine kleine Waffeln, seine Kiwi. Und er macht Sahne drauf. Okay, der ist nicht schlecht. Oh, die Fernbedienung ist auch aus Pappe. Okay. Ich sag, die Fernbedienung ist besser. Der Fernseher war ein bisschen underwhelming, halt, weil der Eisladen davor so cute war. Aber auch nicht schlecht. Also, ich könnte es nicht. Ich könnte keinen clean Fernseher aus Pappe bauen. Bei mir wird das einfach alles zusammenfallen. Okay, was haben wir als nächstes? Wir machen einen Cardboard-Box in einen Puff. Okay, er macht einen Kreis, beziehungsweise sie macht einen Kreis, Entschuldigung. Dann machen wir noch mehr Kreise, noch mehr Kreise. Das ist ein kleines Tutorial hier, okay? Wir kriegen das zum Nachmachen. Wir machen hier kleine Rollen. Aber was wird es? Was ist ein Puff? Okay, das ist auf jeden Fall eine extra Ebene. Oh, wir machen ganz viele Ebenen. Ist das einfach nur für strukturelle halt Haltbarkeit? Wahrscheinlich, oder? Damit das, meine, sieht sinnvoll aus. Ah, das ist einfach, damit wir unsere Füße da drauf ablegen können. Weil langsam wird es hübsch. Wird es denn jetzt noch... Oh, das wird richtig hübsch. Okay, ich sehe voll, wie das am Ende, keine Ahnung, aussieht wie diese fertigen Möbel. Hey, das ist auch mega praktisch, weil das ja dann super leicht ist, weil die Pappe wiegt ja nichts. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man Katzen hat, dass die das alles komplett zerfetzen. Okay, das ist so eine kleine Vending-Maschine für Armbänder. Die hat ganz viele Armbänder gemacht. Und das ist ein kleines Katzenhaus. Okay, das Katzenhaus sieht halt mehr aus wie was, was ich gebaut habe, okay? Kein Hate an den Creator hier, aber das Katzenhaus ist sehr relatable. Und jetzt hat sie so ein kleines Katzenbett reingemacht und essen und trinken. Okay, wir haben hier eine Papierpistole. Die ist mit Mühe gemacht, auf jeden Fall. Einen Schuh aus Pappe. Okay, das ist wild. Ich würde ungerne den Schuh aus Pappe anziehen. Der wirkt nicht, als ob er viel Regen abhält. Ich meine, es ist viel Tesafilm dran. Oh, der sieht wieder cute aus. Ich bin Sucker für diese clean Linien. Ich habe das Gefühl, die machen das so hübsch, wenn die das noch mit so Farbe ummanteln und dann machen die Linien. Okay, Entschuldigung, wir wollen hier natürlich das Pappvideo gucken. Wir haben hier, wo man unsere Kapsel reinmacht, wir haben den kleinen Becher. Da ist die Kapsel. Oh, sie hat sogar so ein kleines Kaffeeding und einen To-Go-Becher und einen Strohhalm. Sweet. Was ist denn das Beste, was ihr jemals aus Pappe gebaut habt? Schreibt es mal in die Kommentare, was euch vielleicht gelungen ist an Kunstwerken. Wir haben als nächstes einen kleinen Ice Cream Truck, auch aus Pappe. Der ist süß, der passt sehr zum Eisladen davor. Oh, der hat auch den kleinen Sticker drauf mit, was es da alles gibt. Und ein Sortiment. Okay, wir haben eine kleine Schatzkiste. Was ist da drin? Oh, süß. Diese kleine Stieleise, so eingepackte. No. Ah, oh, das ist cute. Das ist sehr niedlich. Oh, wir haben... Okay, wir haben einen ganzen Laden. Wir haben ein Kassenregister. Wir haben... Oh, wir haben ein ganzes Sortiment. Guck mal, wir haben hier einen Controller. Wir haben Seife, Seifenspende. Okay, die sehen gar nicht schlecht aus. Was ist das da unten? Eine Kamera, Tischtennisschläger, Popcorn. Wir haben so ein kleines Regal mit richtig Glaswand. Damn. Zahnbürsten und das kannst du dann bestellen. Und dann... Oh, hier haben so ein kleines Kassenband. No, ne. Warte, das rollt? Piep, piep. Damn. Sick. Das ist amazing. Okay. Oh, und wir haben unsere kleine Kasse mit Monopoly Geld. Und so einen kleinen Beeper. Oh, und eine kleine Kasse, die können wir swipen. Tup, tup. Oh, ist das zum Abwischen? Will nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Da musst du
stundenlang gesessen haben an dem Ding. I mean, imagine, da sitzt du stundenlang dran. Das dauert ja so lange. Den kannst du ja nicht einfach in einer halben Stunde mal machen. Da brauchst du erstmal genug Kartons. Keine Ahnung, da musst du richtig Möbel bestellt haben. Also ein Bett und ein Sofa. Und dann bastelst du dir da, also aus Pappe schneiden, ist auch richtig anstrengend, weil du ja mit diesen Cuttermessern die ganze Zeit was machen musst. Okay, was kommt als nächstes? Scrunch, scrunch. I see. Wir flechten auf jeden Fall was. Ich bin gespannt, was wir da draus zaubern. Ich habe noch kein Endergebnis gesehen. Ich bin neugierig. Oh, okay. Es wird noch länger. Was macht er? Macht er ein Seil? Okay, er macht ein Seil. Oh, what? Das hat er alles geseilt. Oh, vielleicht macht er auch so einen Fußabtreter. Aber er macht anstatt, dass er dieses Garn da drum wickelt, macht er das selber mit halt Pappseil. Das wäre wild. Er schneidet jetzt hier was ein. Ich glaube, das macht unsere Wahrscheinlichkeiten gerade geringer. Andererseits, was tust du? Oh, das wird ein Abfalleimer? Wir sind hier am Rätseln. Es ist noch nicht ganz klar. Das muss auch richtig lang gedauert haben. Okay, er wickelt das auf jeden Fall da drum. Das Seil. Ich denke, mit richtigem Seil wäre das gar nicht mal so viel schlechter geworden. Eigentlich sieht das echt gut aus, das Pappseil. Ich wollte hier schon anfangen zu haten. Oh, das sieht aus wie so ein Korb, so ein geflochtener. Hey, das riecht hübsch. Okay, wir haben hier ein Blatt. Das ist ein Organizer. Das sehe ich, das wird gut. Das sehe ich, das wird gut. Blatt wird grün. Was machen wir mit dem Blatt am Ende? Meister, please. Okay, es ist jetzt ein anderer Grünton innen drin. Und jetzt machen wir noch mehr Grün rein. Ich glaube, der Dude hat einfach sau viel grüne Farbe und hat sich gedacht, was mache ich damit? Wie werde ich die los? Es ist okay für mich. Ich sehe, was er versucht hat. Ich würde das Blatt nicht an meine Wand hängen. Bin ich ganz ehrlich, ja? Ich bin kein Hater, aber ich bin kein Riesenfan vom Blatt. Oh, wir haben den kleinen Boba-Shop. Oh, wie cute. Man kriegt seine kleinen Boba-Perlen. Okay, oh, das funktioniert richtig, dass man da dreht. Jetzt kommt das Wildeste, was ihr jemals gesehen habt, okay? Das absolut Verrückteste. Setzt euch hin, schnallt euch an. Let's go. Das sind einfach Boote. Das sind Boote aus Pappe. Boote mit 4 Leuten drin. Das ist nicht ein kleines Kind, was die in den Pappkarton gesetzt haben und gesagt haben, ah, der geht schon nicht unter, wir machen genug, keine Ahnung, Panzertape drunter. Das sind 4 auch größere Teenager, die da drinnen sitzen. Das sieht aus, als wäre das ein Erwachsener. What? Da ist noch eins. Guck mal, das davor so richtig schlecht gemacht. Aber die haben das richtig hübsch. Die haben das blau angemalt mit Streifen. Ja, guck mal, hier, die sinken ab. Die. Keine guten Pappboote, die die da gebaut haben. Aber das blaue Pappboot. What? Bitte zeig nochmal das blaue. Bitte zeig nochmal das blaue. Let's go. Da ist es. Da ist es. Guck mal, hier. Guck mal, oh, das geht nicht mal ansatzweise unter. Die anderen sind hier schon, obwohl es sieht okay aus, das andere. Gut, aber das Blaue, das ist mein Favorite. Wusstet ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen, dass man Boote aus Pappe machen kann? Das war wohl einfach ein richtiges Rennen, wo Leute Pappboote gebaut haben, die alle in den Fluss gesteckt haben und dann da ein Rennen gefahren sind. Like, what? Das klingt mega fun. Gut, das war's dann aber auch schon mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, welches Pappkunstwerk euch am meisten gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!